Zivilcourage lässt sich eigentlich recht einfach definieren und vor allem heutzutage sehr leicht umsetzen. Vergleicht man unsere heutigen Möglichkeiten und unsere heutige Zeit, zum Beispiel mit der Zeit des nationalsozialistischen Regimes, dort war es für Menschen viel schwieriger, sich für ihre Mitmenschen einzusetzen, ihre eigene Meinung zu äußern oder auch vielleicht sogar Kritik zu äußern. Denn für sie waren die Konsequenzen entweder eine Verschleppung in Konzentrationslager oder grausamste Folter oder sogar der Tod. Und trotzdem haben sich diese Menschen oft sogar noch mehr eingesetzt und leisteten sogar politischen Widerstand, sowohl Individuen, aber auch zum Beispiel Gruppierungen wie die Weiße Rose oder die Rote Kapelle haben sich stark für ihre eigenen Mitmenschen, für ihre eigenen Werte und Prinzipien eingesetzt, was für mich und für unsere jetzigen Generationen eine große Inspiration sein sollte, ne? Sollte. Denn auch heute, wenn es vielleicht nicht mehr im gleichen Ausmaß, gibt es Diskriminierung und Unterdrückung. Und es liegt an uns, ob wir in Zukunft für Gleichheit und Menschenrechte uns einsetzen oder nicht.